Ski, 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 Skifahren ist schön. Ganz runter ins Tal oder drum auf der Höhe. I, 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 sing Horrie. Seh ich nur am Schnee, denn Skifahren ist schön. Ski, 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 Skifahren ist schön. Da lacht dir das Herz und da tut gar nix mehr weh. I, 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 sing Horrie. Und geht's am Abreden, Skifahren ist schön. Als Initiator dieser Veranstaltung, was sagen Sie zu deinem Besuch heute in Steinhaus? Ich bin überwältigt. Das ist mehr, als ich jemals glaubt hätte, dass er kommt. Das ist toll. Können Sie sich vorstellen, dass das zusätzlich Ansporn gibt, um die Idee vom Skilift zu verwirklichen? Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass das Ansporn gibt dazu. Wie stehen Sie zu dem Thema Skilift allgemein oder wie sehen Sie die Chancen, dass das verwirklicht wird? Also nach dem heutigen Besuch an der Veranstaltung von der USC glaube ich auf jeden Fall, dass der Skilift nächstes Jahr in Steinhaus stehen wird. Ja, ich bin sehr positiv dafür eingestellt, dass wir sowas kriegen. Wenn man das allein schaut, sieht, wie teuer das Skifahren ist. Man muss erst, braucht das Auto, man muss weit wegfahren und noch einen Haufen zahlen. Und jetzt haben wir vor der, die Möglichkeit, dass man das vor Ort oder direkt im Ort sowas hat. Also ist für die Kosten ja auch eine einmalige Sache und diesbezüglich kann ich das nur befürworten, dass man da in Steinhaus einen Lift kriegt. Ich bin für sich sehr positiv. Ich kenne das Ganze von Überstützel her, von der Nachbargemeinde und wie so der Jugendreferent der Reinhard gekommen ist mit der Idee, war ich sofort begeistert und ich glaube, dass das wirklich eine klasse Sache ist für die Steinhauser Kinder. Und man sieht ja heute, dass also der Besuch schon beim ersten Event wirklich ganz toll ist und wenn das kommt, glaube ich, haben wir für unsere Kinder wirklich was klasse gemacht. Das war echt super, weil so geht es schon ein Stück. Ich finde es recht klasse überhaupt, weil so ist auch was Neues. Einmal. Meine Mama hat gesagt, die Nebelstation hat irgendwo drüben, da haben sie es schon mal gemacht und das ist recht klasse. Wenn sie es in Stars machen, finde ich es also, ich find's klasse. Wenn wir ihn haben, dann nutze ich ihn auch. Und ja. Wenn es geht, wenn wir Schnee haben, warum nicht? Und geht's am Abreden, Skifahren ist schön. Ob volkstümlicher Schlager, ob volkstümliches Lied, es bleibt allerweil Volksmusik, was von den Leuten gern gesungen wird. Ihr Kritiker könnt sagen, was immer ihr auch wollt, und blutzt euch auch der Gruppen, uns tut's nicht weh, uns gefällt's. Ich steh heut auf die Volksmusik, ich steh auf ein schönes Lied, egal ob es schon gesungen hat. Drauf, fahr ich fast aus der Haut. Denn ich steh auf die Volksmusik, ja, weil's mir richtig viere Haut, weil ich steh auf die Volksmusik. Das ist eine super Idee. Gefällt mir, dass sowas gemacht wird und dass es da Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass das auch gemacht wird. Ja, auf jeden Fall einmal eine tolle Idee, darf ich den Veranstalter gratulieren. Ich glaube, nach 20, 30 Jahren gibt es wieder mal sowas in Steinhaus und das ist wirklich eine klasse Sache und ich kann nur hoffen, dass also die Kinder genauso viel Spaß haben, wie schön das wieder ist. Das wäre super für die Kinder, ne? Die bin zweite zu lassen. Ja, ich finde, das ist recht egal, weil ich tue gern Skifahren und ja, es ist halt auch in Steinhaus, weil sonst fahren wir halt in Grünau oder sonst wie auf die Höhe. Und da ist gleich in der Nähe auch wegen. Ja, mir taugt eigentlich überhaupt das Bobfahren recht. Ich finde das recht klasse. So, wir haben drüben dran einen Namenberg und da fahre ich auch oft und das ist super. Und wie geht es dir mit dem Skifahren? Ja, ich tue Snowboarden mehr, aber es geht auch schon. Ja, ich sehe das erste Mal jetzt da und ich sehe das irgendwie interessant für euch. Ich bin nämlich von Wölz extra hergekommen. Verstehst du mich? Alle
Weltpartie und jeder hat uns gern. Gingen wir auf ein Bier, steht der Wirt schon vor der Tür, sagt Servus, meine Herren. Jeder stimmt sein Liedl an, weil jeder von uns singen kann, gell, jetzt verstehst du mich. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie, hey Freundel, jetzt verstehst du mich. Aber jeder von uns singen kann, gell, jetzt verstehst du mich. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie, gell, Freundl, jetzt verstehst du mich. Was an mir? Freestyler.